Den wenigsten Luckenwaldern ist wohl bekannt, welcher Schatz sich in der Industriestraße in Luckenwalde befindet. Die von 1921 bis 1923 durch Erich Mendelssohn erbaute Hutfabrik ist durch ihre architektonische Form eines der bedeutendsten Gebäude Mendelssohns weltweit. Luckenwalde hat mit dem Gebäude ein Stück Weltarchitektur bekommen, ein Stück Weltarchitektur, das sowohl vom Funktionalen als auch vom Ästhetischen ein Gesamtbild erzeugt. Sie haben eine Architektur hier, die in der Welt bekannt ist. Jeder, der eine Ausbildung als Architekt in der Welt macht, wird unweigerlich mit diesem Gebäude konfrontiert werden, als einen gültigen Entwurf der Technik, technischen Ablauf und Architektur in Übereinstimmung bringt. Unverkennbar ist die besondere Hutform des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes. Die Mendelssohn-Halle und die dahinter befindlichen Fabrikhallen dienten viele Jahre der Textilproduktion. Doch seit 1990 steht die Fabrik leer. Erst 2002 übernahm der jetzige Besitzer Abbas Ayat aus Berlin die Halle. Mit der Sanierung wurde umgehend begonnen. Die Sanierung als solches, die haben sich der Bund, das Land und Herr Ayat je zu einem Drittel geteilt. Und so ist es auch zur Fertigstellung gekommen. Dann gibt es allerdings noch eine kleinere Summe, die am Anfang mit drin stand, vom Kulturbund, glaube ich. Das kann ich jetzt im Moment nicht nachvollziehen. Doch nun will der Besitzer die Halle wieder verkaufen und das nicht ohne Grund. Es gab eine Nutzung, auch für die Baugenehmigung, musste ja auch alles vorbereitet sein und es musste ja auch die Nutzung vorhanden sein. Und das war vollkommen auf Textilveredelung eingerichtet. Aber wie gesagt, aufgrund der langen Bauzeit und der Haupteinbruch war, dass die Obernmittel, die Herrn Ayat zu Anfang zugesagt wurde, weggestrichen wurden. Und das war so schlimm, dass man Herrn Ayat fast in den Konkurs gebracht hat. Denn er hatte aufgrund dieser Zusage dieser Mittel versucht, so schnell wie möglich alles vorzubereiten. Und hatte die Verträge abgeschlossen, die dann nicht zustande gekommen sind und wo er natürlich Entschädigung in Tausenden von Mark zahlen musste. Doch auch nach den ersten Findungsgesprächen mit Interessenten ist ein Verkauf und vor allem eine zukünftige Nutzung des Gebäudes noch unklar. Das Gebäude darf keinesfalls wieder dem Verfall preisgegeben werden. Zunächst einmal bin ich froh, dass wir die Halle jetzt in dem Zustand haben. Wir haben die Halle mit umfangreicher Förderung und hohem Einsatz des Besitzers retten können. Der Hut ist wieder weit sichtbar. Jeder empfindet jetzt diesen Wert dieser Halle. Und das ist eigentlich ein schönes Zeichen, dass sich der Besitzer, dass sich die Stadt, dass sich die Denkmalpflege, dass sich Vereine und übergreifende Institutionen zusammensetzen sollten, um sich eine gemeinsame Strategie zu überlegen, wie man die Potenziale, die jetzt hier in der Stadt vorhanden sind, mit diesem Denkmal der Weltarchitektur, wie man das nutzen kann, trotz der widrigen wirtschaftlichen Bedingungen, die zurzeit herrschen. Der aktuelle Stand der Dinge ist so, dass wir hier ein Denkmal stehen haben, was nutzbar ist, aber zurzeit sich nicht amortisiert und man auch nicht mal sagen kann, wie man so ein Denkmal erhalten kann. Ein Privateigentümer kann es nicht auf die Dauer. Die bisher aufwendige Sanierung und die Bewältigung aller Probleme während der Bauphase sollen in Zukunft auch zu einer Nutzung der Halle führen. Das Ganze sind Maßnahmen, die sich über 8 Jahre jetzt hingezogen haben und die jetzt zu einem, sag mal, vorläufigen Abschluss gelangt sind, dadurch, dass das Gebäude dicht ist und dass auch die Fenster jetzt drin sind. Aber für eine zukünftige Nutzung werden wir auch wieder Veränderungen vornehmen müssen. Wir müssen was Richtung Wärmedämmung tun. Man wird Infrastruktur in dem Gebäude brauchen, die wir heute noch nicht absehen können, weil wir die Nutzung noch nicht kennen. Ja, dass wir eine Nutzungsmöglichkeit finden, ganz gleich wie, die so viel abwirft, dass wir das Denkmal erhalten können. Es wäre schade, und meiner Meinung nach auch nicht vertretbar, so ein Bauwerk, was hier jetzt steht, wieder dem Verfall preiszugeben. Eine künftige Nutzung der Halle bleibt also abzuwarten. Man kann nur hoffen, dass sich bald ein neuer Besitzer findet, der die Mendelssohn-Halle wieder zu neuem Leben erweckt.